Willkommen zum zweiten Teil. CDs, die in meinem Regal rumstehen, ausprobieren, ob sie unter Windows 10 immer noch laufen. Da sind ja teilweise uralte Sachen drauf und ist ja immer noch nicht sicher, ob das unter Windows 10 läuft. Letzte Folge haben wir schon ganz schön viel zum Laufen gekriegt und jetzt geht's weiter mit dem nächsten. Dann wird die nächste mal raus. Das sieht aus wie ein Spiel und zwar CHP ist gleich irgendwas. 1001 Arabian Nights. Oder ist das ein Film? Also was steht jetzt hier noch drauf? Steht irgendwo noch ein Datum oder so? Ist das 3 Minuten oder 3 Stunden? Oh, damals für 5,99 gekauft. Also das ist auf jeden Fall noch Original von Super RTL. Also scheint das wohl doch ein Film zu sein. Ich probiere es einfach mal aus. Wie liegt die denn hier drin, die CD? Das habe ich auch noch nie so gehabt. Liegt auch noch für total verkehrt rum drin. Okay. Das ist mal irgendwie komisch gemacht, diese Hülle hier. Die ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber naja. Legen wir die einfach mal rein. Und gucken mal, was kommt. Also Office ist dann sicher schon mal nicht schlecht. Bringt mir nur leider auch nichts, weil ich es auch nicht verkaufen kann. Aber zumindest haben wir anscheinend hier noch ein uralt Office hier noch drauf. Man sieht sogar nicht mal, die Icons funktionieren richtig. Audio-CD, okay. Gucken wir einfach, was hier drauf ist. Track 1. Tatsächlich nur 3 Minuten. Oh mein Gott, das ist Musik. Arabische Musik. Oh Gott, warum haben wir denn sowas? Ich dachte zuerst, es wäre ein Film oder sowas, aber das ist irgendwas von Super RTL oder noch. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Also. Ich finde die CD-Hülle auch irgendwie komisch. Man muss die CD nämlich einiges falsch rum reinlegen, dass man die auch richtig sieht. Ach so, egal. Da habe ich hier nochmal was selbstgebranntes anscheinend, eine RW80 von Fujitsu Siemens. Bibi Blocksberg, ein verhexter Schultag. Okay. Scheint aber wohl auch wieder nur ein Hörspiel zu sein. Gucken wir einfach mal. So, ich kann die Packung gleich hier offen liegen lassen. Reicht ja eigentlich auch. Gucken wir mal, was da drauf ist. Nehme ich wohl auf? Ja, nehme ich. Ich dachte schon, ich hätte vorhin nach der Office-Installation wieder vergessen, die Aufnahme zu starten. Muss vielleicht auch mal gucken, wie viel Teile ich das hier teile. Schultag, gucken wir einfach mal öffnen. Das ist ein Programm. Okay, starten wir es einfach mal. 158 MB, das ist auch nicht so groß. Das sieht auch noch schön uralt hier aus. C, Kiosk, Bibi, Schultag, okay. Ich hoffe, ich kriege so alles neu. Ja, gut, ist egal. Ich werde das Ding sowieso dann neu aufsetzen, nachdem ich jetzt hier so viel Müll installiert habe. Denn das kriege ich sowieso nicht mehr sauber wieder runter. Jetzt startet sich hier wieder irgendwas. Okay, die Animation scheint zwar zu funktionieren. Hör und lies Bibi präsentiert. Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen. Da. Der beste Freund. Also das Bild ist ein bisschen klein. Okay, ich mache jetzt einfach mal, ich überspringe das jetzt ja einfach mal schnell. Okay, das scheint nicht mal installierbar Such dir zu eines der sein. vier Hefte aus. Das Symbol merkt sich deinen Spielstand, während du spielst. Wenn du Okay. schon einmal gespielt hast, kannst du in deinem Spiel weitermachen, indem du wieder das gleiche Symbol anklickst. Okay, also. Ja. Wenn du hier Ja, sei ruhig klickst, jetzt hier. kannst du ein neues Spiel beginnen. Okay, also scheint das wohl die Spielstände ist. Also man startet dann schon direkt von DVD. Wie es aussieht, das scheint sich nur ein paar Dateien auf der Festplatte abzuspeichern und der Rest liegt wohl auf der DVD direkt drauf. Wenn Natürlich du nicht hier, schlecht, wenn, aber wenn wie du kriege ich das jetzt hier beendet? klickst. So anscheinend nur. Gut, also scheint so eine Art Lernspiel auch wieder zu sein. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ist aber leider auch nicht original. Ist auch eine Kopie. Von daher auch die kann ich nicht verkaufen oder verschenken. Schade eigentlich, dass wir so viele von diesen selbstgebrannten Kopien haben. Jetzt muss ich gerade mal meine Steckdose mal weglegen, denn die liegt ein bisschen im Weg jetzt hier. Lege ich die mal dahin, da reicht die ja auch. Jetzt muss ich mir mein Wasserfläschchen da mal weglegen, denn sonst liegt die nachher auf der Steckdose drauf. Das ist gar nicht gut. Jetzt habe ich hier eine CD, die eingepackt ist. Das ist von einem Druckertreiber. Okay, die brauche ich gar nicht erst testen. Das weiß ich, dass die funktioniert. Die ist vom alten Drucker. Die kann ich gleich eigentlich weglegen. Die kann ich auch wegschmeißen eigentlich, weil wer braucht schon noch einen Druckertreiber? Die Dinger sind eh im Internet. Da habe ich hier wieder irgendwas gebranntes von Fujitsu Siemens, wo nichts drin ist. Sehr schön. Also auch weg. Dann habe ich hier noch mal. Was ist das denn für eine Hülle hier? Da kaputt die Hülle. Geht die auf? Okay.
Die ist irgendwie kaputt, die Hülle. Wo, die kriegt man, glaube ich, sogar wieder eingehängt, wenn man sich ein bisschen gut anstellt. Ich glaube, nee, ich glaub, die ist komplett kaputt, glaube ich. Der Haken da unten ist ausgebrochen. Ja gut, trotzdem haben wir jetzt hier The Adventure of Chips. Ach so, das ist auch wieder diese Serie von Super RTL, dieses Arabische, das wir vorhin hatten. Steht hier ein Datum drauf? Ich sehe jetzt leider keins, aber das scheint schon sehr alt zu sein, denn hier ist noch das alte Super RTL-Logo drauf. Was es schon wirklich seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder mindestens seit 15 Jahren schon nicht mehr gibt. Also, ja, legen wir sie einfach mal ein, mal gucken, was kommt. Das Chips-Fanbook gibt es ja auch noch anscheinend. Also irgendwelche Zeitschriften anscheinend. Und die Hülle ist leider kaputt. Ach, ich sehe es gerade hier oben, mir fehlt auch was. Hier ist was abgebrochen. Auch wieder Audio. Öffnen und auch wieder Musik anscheinend, beziehungsweise Hörspiel. Okay, das ist irgendwie Musik anscheinend. Obwohl ich persönlich sagen muss, die Musik hört sich gar nicht mal so beschissen an. Also das davor war das schon schlimmer. Von dieser Super RTL-Serie. Also muss sagen, von der Musik her ganz okay eigentlich. Die hört sich gar nicht mal so scheiße an. Jetzt muss ich nur diese Hülle wieder zukriegen. Das ist wieder ganz schön ein Problem jetzt hier. So kaputt wie die ist. Ich mache es jetzt einfach mal so, ist ja auch egal. Hauptsache, die ist irgendwie zu. Jetzt muss ich nur wieder ins Regal reinkriegen. Hier unten habe ich nochmal eine leere Hülle, das ist egal. Da habe ich als nächstes exklusive Ice Age Fan-CD. Das ist aber die CD2. Habe ich auch eine 1? Tatsächlich, ich habe hier auch eine 1. Die Ice Age Fan-CD CD1 Scratch präsentiert die besten Filmmomente und vieles mehr. Anscheinend von Milchschnitte und Kinderpingui. Videos, irgendwelche Spiele und Extras. Was haben wir denn für Systemantworten? Wir haben ein Pentium 4 brauchen wir mit 12.000 Megahertz. Ich glaube, das haben wir. Oder ein AMD K6 mit 1200 Megahertz. Okay, nicht 12.000, sondern 1200. Und 256 Megabyte RAM. Dann brauchen wir eine DirectX-kompatible VGA-Karte mit 4 Megabyte und eine Direct Sound Soundkarte, Maus und Tastatur und Windows XP Vista und 7 sogar noch. Ja, Haftungseinschränkung. Frage deine Eltern, ob du diese PC CD-ROM auf deinem Computer installieren darfst. Okay. Ist von 2012. Ich glaube sogar, ich weiß tatsächlich mal, wo ich die her habe. Ich glaube, die war mal in irgendeiner Milchschnittepackung drin. Weil damals habe ich sehr gerne Milchschnitte gegessen. Und ich glaube, da waren diese beiden CDs mal nacheinander drin oder irgendwie sowas. Gucken wir mal. Was passiert, wenn ich die jetzt mal einlege? Ob wir das Ganze noch spielen können oder installieren können, was auch immer hier drauf ist. Also, warum jetzt die zwei Laufwerke sind, weiß ich immer noch nicht. Das ist auf jeden Fall mal das hier. 226 Megabyte ist das anscheinend groß. Gucken wir uns das erstmal so an. Okay, wir müssen das Ganze direkt starten. Oh, okay, es gibt hier ein Spiel anscheinend, irgendwelche Extras und ein Video. Gucken wir mal die Videos. Machen wir es mal so. Ich hoffe mal, das kann der öffnen. Ja, das scheint gut aus, was bisher geschah. Vor. Okay, die Filme scheinen aber nicht mal irgendwie gesichert zu sein. Also die kann sich gefühlt jeder anschauen. Die funktionieren sogar noch in einem aktuellen PC. Gucken wir mal losspielen, was da jetzt kommt. Jetzt losspielen. Da rastet mein Laufwerk mal wieder richtig aus. Die arktischen Spiele gibt es auf der Fan-CD 2. Aber. Oh! Flash Player! Geil, als ob sie. Ich wusste gar nicht, dass ich den noch hab. Okay, Bubble Trouble spielen. Gucken, was da kommt. Video will ich jetzt nicht gucken. Gehen wir jetzt nochmal den ersten. Warte mal. Okay, ich muss hin und her laufen. Funktioniert aber irgendwie auch nicht so ganz. Spackt ein bisschen rum. Was muss ich jetzt hier machen? Ah, ich muss steigen. Okay, ich muss mit der Leertaste steigen. Vielleicht sollte ich mir die Anleitung mal durchlesen. Ah, okay. Aber wie zur Hölle kann ich denn weitersteigen? Ich muss die Nüsse einsammeln, glaube ich. Au, 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 au. Oh, das ist gar nicht mehr so leicht, das Spiel. Und die Musik ist auch ganz schön laut. Ich weiß gar nicht, ob der Flashplayer jetzt hier drauf ist, auf der CD, oder ob der jetzt vom PC geladen wird.
Gibt's ja auch irgendwie ein Ziel oder so, oder? Ach, da oben ist doch das Ziel, ne? Geschafft, Level geschafft, okay. Wahrscheinlich werden der Level genug Punkte sammeln oder so, okay. Gut, das mache ich jetzt aber mal weg. Hier, man kann es aber größer machen. Ich mache es jetzt aber mal weg, weil das nervt mich irgendwie. Dann geht nämlich meine CD auch gleich wieder ein bisschen in etwas einfacher. Machen wir Extras entdecken. Auswahlbögen, wow! Gucken wir uns den mal an. Wo hat er denn jetzt hingepackt? In Dokumente. Öffnen wir den mal ganz kurz mal mit dem Firefox. Ich habe ja zwar kein PDS-Programm, aber... Achso, okay. Also sehr schön für Kinder besonders. Ist ganz nett. Ups, das habe ich wieder zugemacht. Ich komme nicht... Ach, da ist zurück. Was haben wir sonst noch so? Spielbögen? Okay, wir haben irgendeine Schatzkarte, wie es aussieht. Okay, ja, sei ruhig da jetzt. Nein, will ich jetzt nicht. Ich will doch einfach nur das mir die Datei angucken. Okay, irgend so ein Spiel anscheinend. Find deinen Weg zu den Nüssen. Okay, das ist einfach nur hier so eine Art Laufspiel, wie es aussieht. Also, ich muss sagen, für Kinder ganz nett. Aber Handy-Wallpaper, okay. Desktop-Wallpaper, Facebook-Cover gab es auch schon. Messenger-Icons. Ganz nett, aber im Grunde eigentlich muss man leider sagen, ja, die Klappe jetzt. Ist sehr viel Müll hier auch drauf. So, ich hole die jetzt erstmal raus, dann muss die auch nicht mehr so ausrasten. Dann probiere ich mal die zweite CD aus, die ich ja auch noch habe. Arktischer Spielspaß und vieles mehr, auch wieder von Milchschnitte und Kinderpingui ab 0 freigegeben. Pentium 4, okay, die Systemanforderungen sind die gleichen. Und zusätzliche Antworten für Ice Age 4 voll verschoben. Die arktischen Spiele brauchen wir den Intel Core 2 oder besser. Wow. Oder ein Athlon 2 X2 250 oder einen besseren. 2 GB RAM. Wow, ist das viel. DirectX 9 kompatible Grafikkarte mit 256 MB Grafikspeicher. Und DirectX 9.0C kompatible Soundkarte. Auch wieder von 2012 und auch wieder Frage deiner Eltern, ob du das installieren darfst. Ja, okay. Dann hole ich die einfach mal hier raus, mach die kurz mal ein bisschen sauber hier. Ich habe die da schon ewig nicht mehr geladen. Leg die einfach mal rein ins Laufwerk. Guck mal, was da jetzt kommt. Ich glaube sogar, dass die CD tatsächlich sogar noch einen Sinn hatte. Also die erste, die war, ich glaube, da waren wirklich nur diese Filme drauf und dieses eine komische Spiel da. Und eben so ein bisschen Spaßkram, aber das hat, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Sinn. Hier gibt es nämlich gleich ein Spiel und Videos, können wir uns auch nochmal anschauen. Gucken wir uns erstmal das Video mal an. Okay, es scheint aber auch nur unvergessliche Auftritte. Das ist einfach wieder nur so ein Zwischenkram. Extras, wahrscheinlich auch wieder so ein Spielchen, genau. Ich möchte losspielen. Und zwar ist jetzt viel voll verschoben. Die arktischen Spiele, das installiere ich mir jetzt. Das will ich haben. Ja. Gucken, ob das läuft. So. Hat sogar noch eine digitale Signatur anscheinend, die sogar noch gültig ist. So. Ich glaube sogar, dass dieses Installationsprogramm dieser Art auch nicht mehr benutzt wird. Okay, mein Laufwerk springt gerade wieder ganz schön hin und her. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Okay, jetzt hat er sich schon mal wieder ein bisschen beruhigt hier, aber das Laufwerk springt immer noch ganz schön. Jetzt bleibt er wieder hängen. Ich weiß ja nicht, ob dieses Geräusch, was dieses Laufwerk macht, ein gutes Geräusch ist. Okay, jetzt habe ich... Ah, jetzt geht's los. Okay. Scheint sogar relativ schnell zu gehen. Brauche ich nicht mal schneiden. Weil, okay, jetzt war nur vorbereiten. Jetzt ist er wieder weg. Okay, jetzt geht's weiter. Ich bin einverstanden. Weiter, weiter. Ich mache mal benutzerdefiniert. Gucken wir uns, was ich da auswählen kann. Programmfiles ist okay. Das ist okay. Das ist okay. So. Okay, scheint wohl jetzt auch nicht so viel zu sein. Also damals war das auch irgendwie üblich, diese ganzen Installer mit diesen Hintergrundbildern zu machen. Jetzt hier in dem Fall einfach ein schwarzes Bild. Aber das war damals irgendwie so üblich, ich weiß auch nicht warum. Hat sich irgendwie mal so durchgesetzt. Und dann irgendwie was ist es dann doch wieder rausgeflogen. So, jetzt sollte er ganz schön hängen hier. Na gut, dann schneide ich doch mal ganz kurz. Oh, wir sind eigentlich mal weitergekommen. Hat ganz schön lange gedauert, tatsächlich so 2 Minuten ungefähr. So eine Windows-Verknüpfung erstellt werden, mache ich einfach mal. DirectX kann der meinetwegen jetzt auch installieren, das ist mir relativ egal. Ja, Installation wird abgeschlossen, bitte warten. Wir haben jetzt hier sogar tatsächlich mal ein Bild bekommen. Das hatten wir ja vorher auch noch nicht. Das Laufwerk rastet auch noch ganz schön aus. Ist auch tatsächlich schon ganz schön warm geworden. Aber jetzt auch nicht heiß, also das läuft noch.
So, gucken wir mal, wie lange es hier nicht noch dauert. So, die Installation war anscheinend erfolgreich. Die interaktiven Spiele Demo auf dem Computer. Achso, Demo ist das nur. Auf dem Computer ist abgeschlossen. Gut, dass das auch überall stand. Nicht. Starten wir das Ganze einfach mal. Bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Oh, es geht sogar direkt los. Ice Age 4, Copyright 2012. 20th Century. Century. Da fehlt ja ein bisschen was von der Musik. Ich habe schon wieder auf die geile Anfangsmusik gehofft, aber schade, leider nicht. Blue Sky. Oh, und dann haben wir hier nochmal irgendein Logo. Können wir auch nicht überspringen, ne? Ne, Activision. Okay, man kann es überspringen mit Enter. Inhalt wird geladen. Das ist das Symbol, wenn etwas geladen wird, ja. Drücke A oder Enter, um fortzufahren. Dann legt sich das Spiel irgendwie weg. Okay, wir können hier anscheinend nur freie Spiel und Optionen machen. Gucken wir erstmal die Optionen. Geht auch jedes Mal zu einem anderen Felsen. Boah, das leckt aber auch ganz schön teilweise. Mein Laufwerk hat sich gerade auch wieder beruhigt. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Müssen wir sowieso nicht hören. Controller-Vibration habe ich sowieso nicht. 1024. 1280 mal 780. Gibt's das hier nicht in 1280 mal 720? 1440, 1600 mal 1000. Was ist das denn für Auflösung hier? 1920 mal 984, 1920 mal 1080. Das ist schon mal besser. Okay, das ist ein bisschen. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu. Das ist zu hoch. Das passt nicht auf meinen Bildschirm rauf hier auf den. 1024. Ach, hier ist 1280 mal 720. Okay, das passt schon besser. Dies hat mir tatsächlich 1600 mal 900 gepasst. Hoppala, falsche Taste. Okay, dass wir ein bisschen was sehen können. Dann machen wir Escape. Was? Achso, ich muss Fortsetzen drücken, okay. Credits will ich jetzt nicht gucken. Freischaltobjekte können wir gar nicht benutzen, okay. Da wäre nur freies Spiel. Story gibt's ja anscheinend nicht. Wähle dein Team. Ich nehme mal das fette Viech natürlich. Einzelspieler sind wir. Okay, wir haben hier... Bobram, Gletscher hüpfen. Das haben wir anscheinend hier alles gar nicht. Wir haben nur diese drei Spiele anscheinend. Versuchen wir Bobram. Halte A oder die oben gezeigten Tasten, um zu beschleunigen. Also Leertaste und dann eben mit den Pfeiltasten beschleunigen. Das ist auch klar. Lädt sogar noch. Je schneller du reinknallst, desto mehr Punkte. Juhu. Juhu. So will ich das hören. So, Besitzer. Da steht sogar, dass ich mein Nutzername drin. Okay, ich muss anscheinend immer die orangenen Felder treffen. Bei den pinken scheine ich wohl Punkte zu verlieren. Ah! Okay, habe ich sogar tatsächlich gerade geschafft. Das ist gar nicht mal so leicht eigentlich. Oh, fuck! Oh, verdammt. Die bremsen auch ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Wann habe ich hier gewonnen oder verloren? Fuck, da muss ich lang. Aber egal, hier kann ich auch Nüsse sammeln. Ich halte gerade die ganze Zeit die Leertaste. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt halten muss oder ob ich die einfach nur drücken muss. Da geht's weiter. Hat der Kurs irgendwo ein Ende? Ah, da ist das letzte Ding. Da darf ich nicht gegen dran. Da darf ich auch nicht gegen. Da darf ich nicht gegen. Nein, verdammt! Ja, ich weiß. Das ist auch gesperrt. Da darf ich lang. Falsche Seite. Nein, andere Seite! Lol, man kann sogar Loopings machen. Runter da, runter, runter, nein! Pass auf die Piratenwand. Ja, weiß ich! Ja, wie soll ich die denn... So schnell kann ich gar nicht gucken. Das ist voll schwierig. Aber ich muss sagen, es funktioniert noch. Und zwar richtig gut sogar. Dafür, dass es eine... Achso, hier ist das Ziel, ne? Jawohl. 128.200 Punkte. Geil. Wunderschön. Neue Versuchwahl, Wettkampfliste. Ich mach mal Wettkampfliste. Okay, dann komme ich einfach nur wieder auf die Möglichkeiten. Spielen wir das nächste Spiel. Okay, die Pfeiltasten. Ja, weiß ich doch. Okay, springen und wieder Pfeiltasten mit. Ja, okay. Jetzt wieder Standardkram. Laden ist ganz schön lange. Dafür, dass das Spiel eigentlich auf dem PC drauf sein müsste. Das Laufwerk ist auf jeden Fall gerade aus. Also da passt gar nichts. Da leuchtet auch nichts. Okay, mit dem... Fetten Löwen hier scheint das wohl doch kein Problem zu sein. Außer es ist ein Wildschwein.
Gletscher hüpfen. Achso, ich muss auch mal auf Loslaufen drücken. Oh, Kamera! Kann ich auch Doppelsprung machen? Wie komme ich denn da weiter? Ja, wie soll ich denn da rüberkommen? Hä? Ich verstehe das Spiel gerade irgendwie nicht so ganz. Kann ich irgendwie auch gedrückt halten? Nee, das geht auch nicht. Wie komme ich denn da rüber? Ich kann keinen Doppelsprung, ich kann nicht irgendwie einen Weitsprung. Ach so! Das Ding bewegt sich. Was sagt das doch? Nein, du sollst doch nicht nach vorne springen, du Depp! Oh Mann, ich wollte nur hochspringen. Nicht nach vorne. So, anhalten? Gut, dann springe ich einfach mal nicht. Bleib mal stehen. Lauf nicht noch ins Wasser rein. Okay. Boah! Mein Gott, das zieht ja richtig nach vorne. Ich muss 175 von den Eicheln sammeln und 6 rote Eicheln. Ich glaube, sowas macht mehr Sinn, einfach weiter hinten zu bleiben, weil dann habe ich noch ein bisschen weiter Sprung nach vorne. Weil er springt immer extrem weit nach vorne. Tatsächlich, du musst echt wieder nach hinten laufen, weil sonst mag er das nicht. Fix das Ding auch nochmal jetzt. Oh Gott, weiter nach hinten, weiter nach hinten. Nein! Boah! Nochmal springen! Und auf die nächste Plattform rauf. Oh fuck, die geht kaputt. Geht auch kaputt. Okay, ich muss anhalten. Ja, ich warte doch noch ganz kurz. Warte mal. Warte mal. Geht das Ding wieder zurück? Das Spiel scheint zumindest 2D zu sein. Also muss nicht wirklich hin und her gehen. Auch wenn es 3D aussieht, aber es scheint 2D zu sein. Oh Gott, ich muss mich auch ducken, okay. Oh! Scheiße, aber hier ist ein Checkpoint. Okay, die Boosts hier, die scheinen tatsächlich sogar einen Vorteil zu geben, wenn man eben den Boost auch erwischt. Okay, jetzt sind wir hier sogar schon am Land angekommen. Autsch! Okay, man stirbt ja aber zumindest nicht. Okay, ja klar, die Blätter halten mich natürlich aus. Autsch. Aber egal, hier ist noch so eine rote Eiche. Wie weit muss ich denn überhaupt laufen? Jetzt schnell, ja, wohin denn? Ach, da ist das Ziel, jawohl. Ich habe 2 Eiche gefunden. Von den roten. Na gut. Das können wir alles leider nicht machen. Das scheint wohl irgendwie, wenn man das hier das Spiel kauft, zu sein. Aber wir können auch Klempnerei machen. Okay, Pfeiltasten, wie man es kennt. Warum steht da unten eigentlich Controller-Tasten? Okay, Leertaste und irgendeine andere Taste. Steuerung irgendwie. So. Ich würde ganz ehrlich sagen, muss Ice jetzt schon ewig her, als ich das letzte Mal gesehen habe. Ich sag mal, für Kinder und so ist diese DVD gar nicht schlecht. Also die könnte man durchaus nochmal verkaufen. Okay, ich verstehe das Spiel noch nicht so ganz. Ah, okay. Ja, so geht's nicht. Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam raus, aber... Ich verstehe noch nicht so ganz, was das Spiel von mir will. Wie komme ich denn da oben jetzt hin? Hä? Hä? Was muss ich denn hier machen? Oder muss ich einfach nur durchhalten? Ich verstehe den Sinn des Spiels noch nicht so ganz. Ich kletter einfach hin und her. Okay, jetzt ist gleich Schluss.
der Damm bricht. Oder so. Wie der einfach an der Kamera hingeblieben ist. Das ist ja geil. Wettkampf abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, das Spiel. Aber naja, gut. Wir wollen es ja auch nur testen. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Raus. Also ganz... Ups, die Option wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich rausgehen. Zurück. Wie kann ich das Spiel denn zumachen? Anscheinend nur so. Aber wir haben noch das verrückte Labyrinth. Das muss ich natürlich auch noch losspielen. Jetzt springt gerade mein Laufwerk wieder an. Gucken, was da noch so kommt. Ich gehe mal davon aus, dieses voll verschoben. Das wird wahrscheinlich eine Vollversion noch im Dings sein. Flash Player, okay, das scheint wieder so eine Flash-Anwendung zu sein. Kann ich das so ein bisschen größer machen? Nö. Manny, Diego und Squad müssen irgendwo hier sein. Ja, wunderschön. Was muss ich denn jetzt drücken? Okay, ich muss irgendwie auf die Weiter... muss einfach auf die Fighters drücken. Okay, da ist schon mal das andere Viech da. Hey Manny, ich habe dich überall gesucht. Der stand 2 Zentimeter neben dir. Manny ist nun bei dir, okay. Also der läuft mir jetzt die ganze Zeit hinterher. Die Musik nervt auch ein kleines bisschen, aber naja. Bisschen laut vielleicht auch. Ich hoffe mal, das ist im Video nicht zu laut. Was bist du jetzt hier? Komm mit uns. Street hat sich uns angeschlossen, okay. Jetzt laufen nur 2 Viecher hinterher. Da ist noch direkt einer. Was stand da? Darf ich da nicht hin, oder was? Wir können nicht raus, bevor wir die anderen gefunden haben, okay. Also das ist unser Ausweg. Scheint es jetzt auch nicht so groß zu sein, die Karte. Ich weiß, geht das irgendwie auf Zeit? Ah, da ist auch noch einer. Diego, gehen wir aus der Sonne. Komm schon, wir müssen nochmal finden. Diego ist dabei. Also einer fehlt immer noch. Wie komme ich denn da rüber? Hier geht's nicht weiter. Okay, da komme ich auch nirgendwo mehr hin. War ich hier schon? Ja, hier war ich auch schon. Okay, ja, wirklich groß irgendwo anders hin komme ich aber auch nicht. Oder darf ich jetzt hier hin? Ach, sind schon alle da. Lass uns gehen. Ach so, das ist dieser... Ja, genau, der Viech kann einfach über das Wasser laufen. Ja, ist klar. Natürlich kann der Löwe über das Wasser laufen. Hätte auch nicht von selbst eingehen können. Das Labyrinth ist groß. Sid, ich bin hier. Los, Fanny, finde Diego. Ja, Oma. Okay, also das ist anscheinend immer noch unser Ziel. Komm, das Spiel mache ich jetzt auch nochmal. Scheint es auch nicht so schwer zu sein, muss ich sagen. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt eine etwas größere Karte, denn diesmal ist der nicht direkt 2 Zentimeter neben mir. Mit so einer anderen Musik, glaube ich. Okay, da ist der erste. Also uns fehlen müssen anscheinend mal 3 Leute finden. Du hast ja ein bisschen Zeit gelassen. Komm, schon ein bisschen Oma finden. Ja, die habe ich schon. Okay, da in der Mitte scheint jetzt auch erstmal nicht zu sein. Ja, die Karte ist ein bisschen größer. Okay, da ist der nächste. Sit, sit, Manny, ich habe dich überall gesucht. Dann lass uns mal die Hufe schwingen. Ja, genau. Also manche Inseln kann man wohl auch nicht erreichen. So wie die da zum Beispiel auch. Bei Labyrinthen habe ich das Problem rauszufinden, wo ich schon mal war. Da unten, das haben wir gerade eben gesehen, da war nichts. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Toll. Ah ne, doch da! Wie konnte ich den übersehen? Folge mir. Aber habe ich jetzt schon alle? Ich will vergessen, wie viel ich brauche. Ich glaube, ich brauche 3, ne? Spiel's mal aus. Ah ne, falsche Plattform, da oben muss ich hin. Es sind alle da. Wuhu, lass uns gehen, okay. Ja, jetzt können sie plötzlich übers Wasser laufen, das ist ja klar.
Wo sind denn? Okay, es scheint es wohl irgendwie hier. Ich bin ganz in der Nähe, ich habe Kopfschmerzen. Okay, der zeigt mir ja sogar an, wo die sind. Ja, gut. Ich glaube, das können wir jetzt hier mal beenden. Ist auch immer ganz witzig für nebenbei, aber ich glaube wirklich, dauerhaft Spaß hat man mit dem Spiel auch nicht. Aber es ist ganz witzig und vor allen Dingen, das kann man, glaube ich, sogar noch verkaufen. Das ist ja original hier. Die CD ist auch ganz schön warm geworden. Kann ich mal wieder weglegen hier. Ich muss erstmal das halt rüber rausnehmen.